Mein Name ist Klaus Hohlmann. Ich arbeite an der Hertie School of Governance, die hier gleich um die Ecke ist, und bin dort im Sektor Kinder-Jugendforschung, Gesundheitsforschung, Bildungsforschung verantwortlich. Na, diese Veranstaltung hat ja einen interessanten Titel: Wem gehört das Kind? Und dieser Titel ist natürlich provokativ. Gehört das Kind dem Staat? Gehört das Kind den Eltern? In Deutschland eine naheliegende Frage. Und in beiden Fällen müssen wir sagen, nein, das Kind gehört sich selbst. Damit das Kind aber sich selbst gehören kann, braucht es die Familie und braucht es den Staat. Und insofern müssen wir schon schauen, wie muss die Familie beschaffen sein? Welche staatliche Unterstützung braucht sie, damit das Kind gut gedeihen kann? Und da wissen wir aus der aktuellen Forschung eine ganze Menge. Wir können die Kinder fragen, wir können sie untersuchen. Wir wissen, was ihnen gut bekommt und was nicht. Und ganz klar ist, die Familie muss staatlich unterstützt werden, aber die Familie muss in ein Netzwerk einbezogen sein. Dann geht es dem Kind am besten. Und da haben wir inzwischen auch ganz klare Untersuchungsergebnisse aus Deutschland dafür. Wir haben sehr konkrete Ergebnisse aus Untersuchungen. Wir müssen nicht mehr spekulieren. Wir können beweisen, dass ein Betreuungsangebot und ein Erziehungsangebot neben den Familien, also Kindertagesstätten, für die Kinder gut ist, für die Eltern gut ist, für die Entwicklung auf allen Stufen der Altersskala und in allen sozialen Bereichen positive Wirkung hat. Deswegen sollte das dringend ausgebaut werden. Dazu gehört eine Erziehungspartnerschaft, also Erzieherinnen, später Lehrerinnen und Eltern zusammen, und das Ganze eben mit einer guten staatlichen, öffentlichen Unterstützung verbunden. Mein Name ist Fabienne Becker-Stoll. Ich bin die Leiterin des Staatsinstituts für Frühpädagogik in München. Mein Bezug zu dem Thema ist ein zweifacher. Ich bin Entwicklungspsychologin und beschäftige mich schon sehr lange mit den Entwicklungsbedingungen in der frühen Kindheit und mit ihren Auswirkungen für die weitere Kompetenzentwicklung von Kindern. Und seit 7 Jahren bin ich mit dem Thema der frühen Bildung, der Frühpädagogik betraut. Wenn wir eine sehr gute Qualität, eine hervorragende Qualität in allen Kitas sicherstellen könnten, dann müssten wir keine Sorge haben, dass auch der Eintritt mit 12 Monaten eine Herausforderung oder sogar Gefahr darstellen könnte. Ja, dem ist aber nicht der Fall. Das heißt, wir müssen aufpassen, ob die zurzeit bestehenden Kindertageseinrichtungen den Bedürfnissen von kleinen Kindern wirklich gerecht werden können. Und das ist momentan nicht wirklich gut gegeben. Das heißt, ich würde sagen, vor dem 2. Lebensjahr oder vor 2,5 Jahren, je nach Temperament und Entwicklungsstand des Kindes, würde ich jetzt nicht dringend empfehlen, das Kind außer Familie betreuen zu lassen. Und ich denke, die Aufgabe der frühen Bildung, der Frühpädagogik ist es, diese großen Unterschiede, insbesondere in den Ressourcen, die ein Kind in seiner Familie vorfindet, ja, denen insofern gerecht zu werden, dass wir den Kindern, die aus Familien kommen, wo wenig Bildungsressourcen da sind, aus welchen Gründen auch immer, ja, dass wir denen helfen, damit sie nicht am ersten Schultag schon verloren haben. Das ist eigentlich das Anliegen, was ich verfolgen würde. Mein Name ist Peter Rösner, ich bin Vorstand in der Stiftung Haus der kleinen Forscher seit 5 Jahren. Und die Stiftung Haus der kleinen Forscher kümmert sich um, wie der Name sagt, um kleine Forscher, also um Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Und wir versuchen, Talente, Begabungen und Interessen von Kindern zu fördern im Bereich Naturwissenschaft, Mathematik und Technik. Also ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, wenn wir heute über frühe Bildung sprechen, dass in der Tat die Gesellschaft verstanden hat, dass es im Kindergarten beginnt, dass wir aber Erzieherinnen und Erzieher haben, die für diese Aufgabe eigentlich nicht ausreichend ausgebildet worden sind. Das heißt, ich glaube, dass wir, das tun wir als Stiftung, aber als Gesellschaft insgesamt, viel mehr Anstrengungen unternehmen müssten, diese wichtige Zielgruppe, für unsere Kinder so wichtige Zielgruppe, kontinuierlich fortzubilden, ihnen Ideen zu geben, aus der modernen Wissenschaft, aus der Bildungsforschung, aus der empirischen Sozialforschung, aus der Entwicklungspsychologie, wie Kinder eigentlich lernen. Und dass sie das dann in diesem Bildungsort Kindergarten mit Kindern gut umsetzen können. Also wir stellen fest, dass, wenn Sie mal die Naturwissenschaften nehmen, wenn Sie eine Erzieherin fragen, was ihr einfällt, wenn sie sich an Physik oder in Chemie in der Schule erinnert, dann sagt sie, um Gottes Willen, das habe ich damals schon nicht gekonnt. Und jetzt soll die aber mit kleinen Kindern Physik und Chemie machen. Und wenn sie es denn macht, wenn sie sich traut, dann fällt sie häufig in eine Rolle, die sie vielleicht selber als Schülerin erlebt hat. In einem möglicherweise schlechten Physikunterricht, der bei ihr eher Angst und Ablehnung hervorgerufen hat. Und wir wollen, dass sie das nicht mit den kleinen Kindern macht. Das heißt, es gilt, eigentlich eine Haltungsänderung herbeizuführen, ihr selber wieder Freude an diesen Themen, an den Fragestellungen zu geben.
dass sie sich selber informiert, wie die Welt funktioniert, dass sie selber wieder neugierig wird auf die vielen Fragen des Alltags. Können Regenwürmer hören? Wo kommt der Regenbogen her? Wo ist denn die Pfütze hin, wo wir gestern noch gespielt haben, im Garten zum Beispiel? Das sind Fragen, die Kinder beschäftigen. Wir würden uns wünschen, dass die Erzieher mit Kindern gemeinsam sich auf diesen fast philosophischen Forschungsweg machen kann, der aber eben eigene vorurteilsfreie Freude voraussetzt. Und ihr das zu geben, halte ich für eine der wichtigsten Dinge in diesem Bereich für die Bildung. Mein Name ist Uta Almdinger, ich bin Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Ich bin mit diesem Thema befasst, weil ich eine Langzeituntersuchung gemacht habe über die Lebensentwürfe von jungen Männern und jungen Frauen. Wir müssen angehen, dass das Management die Brücken, die zwischen einzelnen Bildungseinrichtungen gebaut werden, stärker werden. So fangen im Moment die Kinder immer von Neuem an. Sie sind in Kindertagesstätten, dann kommen sie oft in anderen Kindergarten. Dann weiß der Kindergarten nicht, in welche Schule die gehen. Die Schulen wissen nichts über das Vorleben der Kinder. Dann werden sie relativ schnell wieder auseinandergerissen. Da ist ein hoher Handlungsbedarf. Ein hoher Handlungsbedarf besteht auch darin, dass man Kindern da abholt, wo sie gerade stehen. Wir haben immer noch so die Meinung, dass alle homogen sich entwickeln und unsere Pädagogik ist entsprechend falsch aufgestellt. Die Antwort ist, dass die Zeit der Rabenmütter vorbei ist, dass es akzeptiert ist, dass es Kindern gut tut, wenn sie auch außerhäuslich betreut werden, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass es ein Und ist. Und von daher ergibt sich für mich auch die Antwort aus diesem heutigen Abend: Wem gehört das Kind? Den Eltern, der Familie und der Gesellschaft. Ich heiße Ansari. Eigentlich bin ich promovierter Chemiker. Aber seit über 10 Jahren beschäftige ich mich hauptsächlich mit Frühbildung. Das ist so, dass ich dann direkt in den laufenden Betrieb in die Kitas gehe und zusammen mit den Kindern arbeite. Das Ganze wird von verschiedenen Institutionen finanziert. Das ist soweit. Und ich habe auch 2 Bücher über meine Arbeit geschrieben, hauptsächlich eben was bedeutet für mich persönlich Frühförderung und was heißt überhaupt Kinder heute in der Wirklichkeit von Kitas. So anders musste man auf jeden Fall die Qualifizierungssachen mit den Erziehern machen. Sie mussten höher qualifiziert werden, entsprechend mussten sie auch besser dotiert werden. Viele Kindergärten sind sehr ärmlich, mit sehr wenig Spielplatz, also sehr wenig Möglichkeiten für das freie Spiel. Und ich bin ein Verfechter davon, dass man zwischen kognitivem Lernen und das Lernen, was man über das freie Spiel gewinnt, keinen Unterschied machen sollte. Also es gibt sehr viele Defizite in heutigen Kindergärten. Die sind pädagogischer Art, die sind materieller Art. Und wenn wir bedenken, dass die ersten Jahre so bedeutend sind im Leben eines Menschen, dann musste man eigentlich ernsthaft darüber nachdenken, warum die Kitas so aus dem Blickfeld geraten sind, also die eigentliche Zielsetzung der Kita aus dem Blickfeld geraten ist und hauptsächlich nur dann über Kitas gerät, wenn man von Frühförderung redet.